Nachdem ich in der letzten Woche die Neuerung Bereich unscharf machen vorgestellt habe, möchte ich jetzt eine zweite Neuerung vorstellen in Camtasia 2022.1, nämlich Bereich einfrieren. Was bedeutet das? Diese Funktion gibt es schon länger auf dem Mac, allerdings funktioniert sie dort ein wenig anders. Hier unter Windows ist es so, ich habe hier ein Video erstellt, und da sind zwei Sachen drin, die ich korrigieren möchte. Einmal möchte ich hier dieses Pop-up-Fenster eigentlich nicht sehen, weil ich die Formatierung über eine andere Stelle machen möchte und hier jetzt auch gar nicht dieses Feld benutze. Und das Zweite ist hier hinten. Natürlich passiert es immer bei den Aufnahmen, wenn man es im Windows nicht ausgeschaltet hat, dass irgendwann irgendeine Nachricht hochpoppt. Und natürlich immer dann, wenn man sie am wenigsten gebrauchen kann. Und die beiden Sachen wollen wir loswerden. Wir fangen mal mit dem ersten an. Und zwar hier, dort wollen wir jetzt, dass dieses, dass dieses kleine Formatierungs-Pop-up nicht angezeigt wird. Dazu gehe ich in die visuellen Effekte, Bereich einfrieren und ziehe das per Drag-and-Drop auf unser Video. Jetzt sieht man hier schon einen Bereich, der jetzt durchgeschleift wird sozusagen, und zwar vom ersten Frame dieses Videoclips. Das heißt, das, was ich hier sehe, ist hier vorne am ersten Frame genau an dieser Stelle. Jetzt habe ich hier aber reingezoomt und habe hier gearbeitet. Das heißt, das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Jetzt habe ich die Möglichkeit, mir die Stelle rauszusuchen, die ich einfrieren möchte. Und zwar kurz bevor dieses Fenster kommt. Ich gehe also mit der Punkt- und der Komma-Taste vorwärts. Also erstmal mit der Punkt-Taste vorwärts. Und dann sieht man schon, hier ist schon so ein Schatten zu sehen, ab hier. So. Und wenn ich jetzt hier unten diese Effekte-Schublade aufblende, dann sieht man hier den Effektbereich einfrieren. Und damit das Programm nicht den ersten Frame nimmt, sondern den, wo jetzt gerade mein Abspielkopf ist, kann ich einfach diesen Effekt hier kürzen. Wie alle Effekte kann ich den hier entsprechend kürzen. Ich zoome mal ein bisschen näher ran, damit ich genau die Stelle treffe. So. Und jetzt habe ich hier diesen Bereich, gehe ein Stück weiter und ich möchte hier nur den Bereich abdecken von diesem Pop-up-Fenster und deshalb verkleinere ich das Ganze hier mal entsprechend. Aber auch wichtig, dass Sie den Schatten hier mit erreichen. So sieht das schon ganz gut aus. Und dann habe ich hier das weg und dann geht es irgendwann weiter und entsprechend gut ist. Wobei, ich möchte eigentlich, dass ab hier dann schon mein Mauszeiger nur noch einmal zu sehen ist, weil jetzt ist er hier in dem Freeze Frame, also in dem eingefrorenen Bereich, und hier oben ist der Live Cursor. Das heißt, ich klappe das hier nochmal auf gleich und kürze das ein so weit, bis mein Pop-up weg ist hier. Auch da gehe ich mit dem Punkt- und Komma-Tasten und suche genau den Frame, wo es weg ist, etwas näher ranzoomen und bis dort. Und dann habe ich hier den Bereich ausgeblendet, beziehungsweise den eingefrorenen Bereich, und dann geht es weiter im Video. Später in normaler Geschwindigkeit merkt man das nicht, dass da irgendwas passiert ist. Es könnte auch ein Schnitt gewesen sein. Jetzt habe ich aber hier weiter hinten noch die Stelle mit dem Pop-up aus der E-Mail-Benachrichtigung, was da kommt. Hier ist es. So. Jetzt kann ich normalerweise in Camtasia einfach nochmal diesen Bereich einfrieren, Effekt nehmen und ihn hier draufziehen. Und wie Sie sehen, das funktioniert leider nicht so richtig. Der Effekt lässt sich nicht hier hinten zuweisen. Er ist immer, springt immer nach vorne. Und ich kann den Bereich jetzt auch nicht hier nach hinten ziehen oder sowas. Das geht leider nicht. Das heißt, wenn ich mehrere Stellen in einem Video habe, habe ich zwei Möglichkeiten, das trotzdem zu machen. Die eine ist, ich muss mich von hinten nach vorne durcharbeiten. Das heißt, ich hätte zuerst dieses Pop-up-Fenster hier wegmachen müssen und dann das andere. Oder
Ich suche mir dann hier die Stelle wieder mit Punkt- und Komma-Tasten, wo ich den Bereich einfrieren möchte und schneide das Video dort durch mit dieser Schaltfläche. Und jetzt ziehe ich auf den zweiten Teil nochmal den visuellen Effektbereich einfrieren und bearbeite den Bereich, indem ich ihn hier unten in die rechte untere Ecke schiebe. Und wenn ich dann ein Stück weiter gehe, damit ich dann auch sehe, wie groß ich das machen muss. So, und hier an der Seite. Die Anfasser werden leider nicht zum Doppelpfeil. Das ist ein bisschen ärgerlich. Dann habe ich hier im Prinzip mein Pop-up-Fenster entsprechend ausgeglichen. Wo ist es so? Und dann habe ich hier die Möglichkeit, ganz normal weiterzuarbeiten, bis das Pop-up-Fenster wieder weg ist. So, die Stelle muss ich suchen. Und dann, das war nur ganz kurz eingeblendet. So, da ist es wieder weg. Und dann habe ich hier dieses Pop-up ausgeblendet. Wenn das stört, dass hier zwei Bereiche sind, das kann ich hier mit einem Rechtsklick zwischen die beiden Videostücken, kann ich die Medien heften. Und das Schöne ist, die Effekte bleiben erhalten. Das heißt, ich habe jetzt wirklich hier zweimal den Befehl Bereich einfrieren. Eine sehr schöne Möglichkeit, Videos zu korrigieren, die ja sehr umfangreich in der Aufnahme waren, wo dann kurz vor Schluss irgendein Mist passiert, in dem irgendwas hochpoppt, was man nicht haben möchte, beziehungsweise dass man eine Aufnahme bekommt von jemand, der das nicht gesehen hat. Die Aufnahme kann aber nicht nochmal gemacht werden und so wird man das Ganze dann relativ entspannt wieder los.